Hallo und willkommen zurück zu Elite Dangerous. Wir sind schon ein ganz schönes Stück weiter. Naja, okay, gut, so viel ahnet. Und zwar, mal gucken, wir waren irgendwo hier. So ungefähr. Irgendwo hier waren wir. Auf jeden Fall. Dann haben wir das so hier als Bookmark gemacht. Das ist ein Wolf-Rayet-Stern, glaube ich, und das sind wir auch schon relativ nah dran. Es sind noch ja, drei Sprünge. Und mir gucken wir, was man da jetzt finden. Ja, die Route ist wieder eingegrenzt, F-Sterne aufwärts. Und ich hatte schon einiges zu scannen. Also ich habe der Session schon, hui, ich habe schon, keine Ahnung, 5, 6 Sprünge gemacht. Vielleicht so, keine Ahnung. Und es war einiges dabei. Zwei Ammoniakwälder, unzählige Terraformierbare, also ja, wir haben bald schon wieder 60 Millionen grob in der Kasse, also in der Datenbank. Da kommt echt gut was zusammen. So ein System dabei, das hat 66 Objekte gehabt. Da gab es sogar, genau, da gab es sogar 5 oder 6 Dinger, wo ich scannen musste. Das war doch recht ergiebig. Genau. Ich habe mal ganz kurz über die Karte geguckt, aber mir ist da nichts aufgefallen. Und dann gehen wir es halt einfach zu dem. Bisschen weiter zu dem Wolf-Rayet-Stern und ab dann ja, müssen wir die Route neu planen und eventuell auch mal umgucken, wo wir dann anfliegen. Aber alles zu seiner Zeit. Wir müssen ja schon mal gucken, ob wir überhaupt hinkommen in der Folge. Ja, man weiß ja nicht, was es zu scannen gibt oder was man noch so Interessantes findet. Ah ja, da habe ich schon was aus dem Augenwinkel gesehen. Moment, ist eher stumm. Okay, 6a und 7. Okay. Und der hier terraformierbar und der. Okay, seltsam. Sehr seltsam. Ach, super. das ist leider wieder fantastisch. Ja, während mal fliehe, was gibt sonst noch? Hab noch ein bisschen mein Programm rumgemacht. Aber ich habe jetzt noch was gefunden, was ich ändern muss. Und zwar habe ich aus dem Anflug von Wahnsinn. Bei der Kreditzählung sind auch Kommazahlen dabei. Das macht irgendwie überhaupt keinen Sinn. Fällt mal gerade auf, es gibt nämlich keine halbe Credits. Das muss ich noch ändern. Das kommt ein bisschen komisch. Der gute Ossi hat noch Atmosphäre-Typ gefunden, den ich noch gar nicht kannte. Der war noch nicht im Programm drin. Ich habe den da noch nie gefunden. Silikatdampf. Atmosphäre. Landbar. Wow. Hatte ich noch nie. Keine Ahnung, wo er das so aufgeklaubt hat. Genau, das ist noch hinkommen und ja, ich hoffe am Wochenende, dass ich es dann veröffentlichen kann. Mal schauen. 6a. Na gut, dann können wir dann auch scannen, würde ich sagen, den Hauptplanet. Sind wir näher am Mond dran. Ich glaube, ist noch ein gutes Stück auseinander. Und sonst machen wir heute auch nicht so ausufernd lange. Ich bin eigentlich schon fertig fürs Bett. Also. Noch nicht fertig, aber ich könnte schon.
Gestern der Tag war ein bisschen, naja, ist nicht ausgeartet, zwar feucht fröhlich und muss Amo sein. Nein, kein Kopf hier oder sowas. So, so übertrieben haben wir es nicht. So, zack. Das passt dann. Nee, ich wollte mal, wenn wir schon mal hier sind. Genau, dann. Ach genau, könnte ich gerade noch einen Film nachtragen, wenn ich am Samstag. Also bei mir ist gerade Montag. Am Samstag habe ich den, glaube ich, geguckt. Intruder nennt sich der. Keine Ahnung, wie der im Deutschen heißt. Keine Ahnung, ob es überhaupt schon eine deutsche Release gibt für den, ne? Hab den auf Tubi TV geguckt. Streamdienst, solche schon mal erwähnt. Wenn man VPN hat. Den hol ich eh schon auf der Liste. Das ist so, ja, von 1989 so ein Slasher über so Typen im Supermarkt, die haben quasi die Spätschicht und sind dann halt da Butze und Sache aufstocken natürlich. Und irgendwie ist dann halt einer dabei, also da vorher macht es einer so Stress, so, ja, so Rocker-Typ irgendwie, weil der war mal mit einem Mädel von dort, das wir dort schafft, zusammen und. Irgendwie kommt dann raus, der war im Knast, weil er schon mal eine aus Versehen gekillt hat und das Mädel bimmelt dann ab und das lässt er halt nicht, bis ich mache und stalkt halt da um den Supermarkt rum und dann fangen halt an, ein paar Leute zu sterben. Das heißt, es dauert ein bisschen, bis das anfängt, aber wenn das dann anfängt, dann geht es quasi zack auf zack auf zack. Der wird ja Endkill an der andere Gong. Ja, der ist gar nicht verkehrt, der Film. Der macht einiges her, der hat schon von 7, so ein bisschen unterwegs. Der hat eigentlich von Beginn an eine richtig schöne Atmosphäre. Da nachts im Supermarkt. Die Charaktere nerven eigentlich nicht, die sind okay. Und wenn es dann mal richtig losgeht, dann geht's auch los. Da waren die Leute. Also das Ding spielt komplett nur im Supermarkt in verschiedene Räume. Also da ist, ja, ziemlich kleines Setting, überschaubar. Und da wird halt mit allem gekillt, was im Supermarkt so rumfiehlt. Mit irgendwie sich so komische größere Säge für irgendwie was Lebensmittel zu Säge mit Hämmer, was weiß ich alles, also Fleischerauge, da wird die ganze Palette weit ausgeschöpft, die Effekte sind gut, also klar, von dem Zeitraum halt handgemacht, man hat schon bessere gesehen, manchmal sieht man, dass es halt wirklicher Effekt ist, aber das ist eigentlich auch völlig okay. Was auch noch ganz nett ist, sind bekannte Gesichter dabei, und zwar wurde kennt man eigentlich eher vom Namen, das Sam Raimi, Regisseur, kennt man ja, Tanz der Teufel, Drag Me to Hell, whatever, also ist ein Horrorfilm, ist ja ziemlich bekannt, der hat Kleine Rolle als Mitarbeiter im Supermarkt, sein Bruder, der Ted Raimi, den kennt man aus diverse Haufe Filme, wo er Nebenrolle hat, oder auch als The Quarry, wo man auch da gespielt hat. Das war dann der komische Polizist, der Zwielichtige, der war da auch dabei. Natürlich viel, viel jünger. Ganz am Ende hatte Bruce Campbell noch einen Gastauftritt, kann man sagen. Cameo, ganz kleine Rolle. Ja, also wie gesagt, kein überragender Film, aber der hat eigentlich, der ging ganz gut runter, weil er auch gerade nur knapp 90 Minuten geht und so auch das Potenzial, dass ich mir den durchaus mal wieder angucken würde. Schade, dass es denn noch keine Veröffentlichung in Deutschland gibt. Also irgendwie ist der da vorgekommen und am Radar hat sich noch keiner geschnappt. Da kommen so viele schlechte Filme raus. Oder wo es auch so abstruse Dinge aus der 80er, wo es schon auf Blu-ray gibt, aber der? Keine Ahnung. Mir ist nichts bekannt. Vielleicht ist der auch einfach nur indiziert oder so schon lange. Ich habe keine Ahnung. Kann man ja bei den 80er-Filmen. Da war es in Deutschland. Da haben sie das ja relativ gerne gemacht. Ja, aber wenn euch der mal über den Weg läuft, Intruder, kann man gut mal inlegen, wenn man Slasher-Fan ist. Definitiv. Na, und du? Bist du auch Slasher-Fan? Die Katze. Guckt mich doch gerade vorwurfsvoll an. Noch sitzt sie da, aber ich denke, die will gleich mal raus. Das ist aber auch mal so ein Mietzi.
Miau einfach, da komm doch her, wenn du raus willst. Solange du hockst, ist ja alles okay, gell? So. Ja, die nächsten Filme, die ich gucke, sind auch schon geplant. Bei dem Tubi habe ich einiges gefunden, wo ich mir durchgucke. Also schöne Horrorfilme, die 90 Minuten wenig drüber gehen, das kann man auch mal während der Woche ganz gut bequem gucken. Das ist nicht schlecht. So, das ist genau der andere Teil von mir bare. Wunderbar. Das ist auch ein bisschen größer, der Turm. Kommen aber noch mit Silbersonde aus. Einmal frei. Fertig und dann können wir auch weiter. Noch ein paar Arschen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Nimm mal gerne mit. Also der Hake ist halt immer, wenn du das was Terraformierbares hast, dann musst du immer ein bisschen fliehen, aber. Ich denke wohl, die Chance steht noch bis jetzt mal ganz okay, dass wir da noch ankommen. Berühmte letzte Worte. Sprach er, bevor er in das System mit 100 Objekten kam. Ganz, aber das ist auch schon jede Menge. Aber egal, mir wäre auf jeden Fall noch bei der Wolf Rayestern. Komme, da fliehe mal hin. Definitiv. Und wenn ich hier halt nur nochmal zurückfliehe. So, was eher gucken wir einfach mal, was hier alles ist. Ja, Gasriese und Monde. Vor allem. Also Wasserwelt, so ein Kram haben wir nicht. Aber so ein Mond kann ja auch gut und gerne mal terraformierbar sein. Ist noch was? Okay, hier ist noch jede Menge eigentlich. Haben ja schon angefangen. Bringt der Mond auch nicht schlecht. Okay. Ach, guck mal hier. Die erste Planet ist. Okay. Nee, das ist ein Dreier. Auch mit Ringen, aber scheinbar nicht landbar. Ja, hier mal wirklich fast nur Gasriese und Mond. Na komm. Ach, das ist sogar die erste, okay. Jetzt eher erwartet, dass wir doch noch eine Höllenwelt haben, aber gut. Okay.
Gut, dann. Wolfrae-Stern. Ich bin gespannt, aber ich nehme schwer an, dass der schon entdeckt ist. Also EDSM war ja noch nicht drin. Aber das muss bei den Android-Systemen eigentlich nichts heißen. Also ich gehe schwer davon aus, dass der schon entdeckt ist. Es würde mich echt wundern, wenn der da unentdeckt ist. Aber egal. Egal. Das wäre dann zumindest unser erster Wolfrae hier im Sektor. Sprich ein Codex-Eintrag. Jo, entdeckt, aber. Enna, ist ganz alleine hier. Genau, neuer Codex-Eintrag. WO. Wunderbar. Der Psycho-Fisch war schon mal hier. 100 Zimbis und eine Masse. Ja. Ja, 9 Sonderradio. Ja, okay. Nicht schlecht. Komm. So. Was müssen wir jetzt machen? Wir müssen ja schon mal raus. Dann logischerweise mal hier hin. Ach guck mal, eine Orange nach Riese. Das sieht doch, denke ich, okay aus. Und dann, warte mal, wo muss man dann hin? Dann. Nee. So, so, so. So, so. Ja, okay, gut. Was ist denn das alles? Herbig? Ach, das sind die G-Systeme da. Okay. Da bin ich mal gespannt, ob man da Glück kann. Eieieiei. Ganze G-System markiert. Auch nicht schlecht. Also, aber der rote Riese ist eher schon mal. Ist eher schon mal relevant. Oh, Moment, was bist denn du? Ach, guck mal hier. Was haben wir dann da? Hallo, hier, wo? Wo ist er hin? Das war so verwirrend. Ich dachte, das da leuchtet doch so komisch. Ein blauer Überriese. Den können wir ja nicht leihen, oder? Das ist hier unmöglich. Also, wie könnte man? Da fliegen wir natürlich hin. Wie geil. Habe ich auch mal einer gefunden. Also, den habe ich jetzt. Also, so einen Typ habe ich schon ewig nicht mehr selbst gefunden auf der Karte. Wow. Kommen wir doch noch hin. Drei Sprünge eventuell. Ah, okay, gut. Mir hat gerade die Routeplanung zerhau, aber das lasse mal gerade so. Das ist okay. Es wäre nämlich cool, wenn man dort Abschluss machen könnte. Das ist ja cool. Ja, der andere von zuletzt hat uns wieder Michael empfohlen. Kann sie auch noch finden. Das war bei mir aber Zufall. Ich denke, oh, da ist irgendwas, das sieht so komisch aus. Das ist so klein und wuschig. 25. Ich hätte eher gehofft, dass wir hier mal schnell durchkommen. Naja. So, das müsste reichen. Ja, gut, zumindest haben wir nichts Wasserwältiges oder sowas. Das ist schon mal zum schnell weiterkommen. Okay. Wird eine komische metallhaltige Planete. Das ist Tool nicht angeschlagen, also ist es wahrscheinlich auch nichts Berühmtes. Umswitche hier, aber guck mal. Eieiei.
noch ein Gasriese. Mie zockt immer noch da und guckt mich an. Hier ist nichts. Fliegen wir weiter. Ein roter Zwerg. Das ist okay. Da kommen wir noch hin. Wunderbar. Genau, und da werde ich mal halt hier die Gegend noch ein bisschen angucken. Weil ich noch was markieren kann auf dem Weg, bestimmt. Oh, guck mal, hier können wir direkt weiter. Das ist doch schon mal sehr schön. Und dann, ja, A-Stern, blauer Überriese. Jetzt bin ich mal gespannt. Es ist schon ziemlich hell hier. Ach nö. Geh doch hem. Nur eins. Schade. Boah, 200 Lichtsekunde weg. Alter. Wer? Rapid Space Ape. Ach, geh doch hem. Schade. Schade. 47 Sonnenradie. Kann man nichts machen. Mit der Commander Glücke hat. Naja, kann ja auch mal eine upgraden. Insofern. Moment, wir müssen noch was machen, wenn wir schon mal hier sind. Wir brauchen ein Bild. Zockt die Katze nicht mehr durch. Ich befürchte mal fast, die. Ist die schon schlafen? Die müsste auch mal raus. Guck mal. Also, so. Gut, ja, leider nicht unentdeckt, aber egal. Uns ist auf der Karte aufgefallen, das ist schon mal viel wert. Und ja, mit dem Anblick verabschiede ich mich von euch, wünsche euch noch eine schöne Restwoche und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.